aber damit haben wir das so ungefähr, wie wir es haben wollten. Oben knarzt auch schon wieder der erste Zombie. Und da er knarzt. Ja, toll. Ja, super geil. Super geil. Also so. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, das auch. So. Ja, da hat sich doch der Ausbau gelohnt. Da sehen wir noch ein bisschen Baum und den Himmel und so. Ach, ist das schön. Unser erster Raum. Oh, mein Gott, der singt ja auch. Das ist sehr hübsch. Aber er traut sich nicht so wirklich. Ne? Er hat sich nicht wirklich nach vorne gemischt. Er klingt doch ja nicht so verkehrt. Aber auf jeden Fall könnte ich ja mal wieder sagen, wer er ist, weil ich sehe gerade, dass wir in der zweiten Folge dieser Folge... Hä? Wie geht denn das weiter von an? Ja, ist eine Aufnahme und daraus werden mehrere Folgen. Also in der zweiten Folge dieser Aufnahme gelandet sind. Das könnte ich ja vielleicht sagen. Zweite Folge dieser Aufnahme. Da sind wir jetzt. Und da wir da sind, könnte ich nochmal erwähnen, dass wir Nick Posse oder Nick Posse... Ach mein Gott, Nico Posse oder Nick, Nico Posse mit seinem Album Otros Desnudos. Otros Desnudos hören. Link wie immer in der Videobeschreibung unten drunter, wenn euch das gefallen hat. Es nennt sich Piano Ambient Instrumental. Gesinge fehlt mir irgendwie so als Tag, aber ja, ja. Wir haben jetzt erst die erste Viertelstunde gehört, es geht noch ein bisschen weiter. Aber es ist schöne, seichte, leichte Entspannungsmusik. Und das ist ja immer das Wichtigste, dass man Zeit findet zu entspannen. Und da wir auch Zeit finden wollen zu entspannen und ja, ich glaube, das machen wir jetzt mal hier so. Wo machen wir das denn? Ja, das weiß ich noch gar nicht so richtig. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon, wo unser Portal denn später mal stehen wird. Und zwar ziemlich genau hier drin. Glaube ich, das ist ein ganz guter Punkt. Da geht es ja nach oben auf den Berg. Der Raum sieht einfach hübsch aus. Auch so mit der Decke und so. Ja, hat was. I like. Und außerdem könnten wir uns ja noch automatisches Farming irgendwann dazu erfinden. Und wenn wir automatisches Farming haben... Ach, jetzt wird schon wieder Tag. Nee, ist das schön. Oh, da ist eine Katze. Haben wir einen Fisch? Gib mir einen Fisch. Ich will diese Katze. Fische! Ja, da verreckt der Zombie. Ich suche immer noch nach... Ach, ich glaube, ich habe die alle verfüttert. Und die Katzen da oben... Paarungswillig zu bekommen. Mhm. Ja, gibt wieder Tee. Prost. Nach so circa 1000 Wörtern muss man doch mal einen Schluck trinken. Mhm. Orange, Ingwer, grüner Tee mit einer Prise Mate-Tee dazu. Was ganz was Feines. Nö. Ja, da springt der Ozelot immer noch rum. Stimmt ja, wir hatten ja beim letzten Mal hier eine Ozelot-Familie entdeckt. Wenn ihr euch, upsie, wenn ihr euch erinnert, jetzt habe ich da die Melonen kaputt gehauen. Wie blöd ist das denn? Wie viele Melonenscheiben aus so einer Melone rausfallen, ist auch irgendwie komplett random, oder? Das war noch nicht geklärt, aber ich glaube, an diesem Punkt hat es sich so selbst geklärt. War in Selbstaufklärung begriffen. Aber ja, sieht doch cool aus. Jetzt da drunter so und ach ja. Ja, ist doch schön, ne? Ist doch schön. Wir könnten es jetzt noch weiter vorantreiben, also voranziehen. Und hier fehlt noch ein Steg und so. Ach, wir müssen noch so viel tun. Ach, da ist schon wieder die nächste Melone. Bin ja nur noch mit Melonenernten, mit der Melonenernte hier beschäftigt. Boah, schon wieder 51 von den Viechern, ey.
Mann, 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 Mann. Nee, die. So. Die kann auch mal wachsen. Gehen wir mal rüber zu den anderen Feldern. Bei den Schafen haben wir auch noch nicht gefangen. Aber ja, das war der kleine Ausgang dessen, was ich 2 Folgen lang anmoderiert habe. Dann ist es in so 5 Minuten fertig. Aber da wir uns ja jetzt auch in der 2. Folge befinden, ui, habt ihr ihn auch gehört? Da war ein Enderman. Guckt euch das an. Hier ist ja schon richtig voll und die sind alle ausgewachsen. Oh, das ist toll. Das hier weniger toll, weil wir hier so selten sind, wächst das alles nicht. Man muss immer so einen Wachstumsimpuls da anscheinend reingeben. Das hat mich schon in der letzten Folge... Ach, da sind ja noch mehr. Und dafür, dass die Ozelots... Wildkatzen. Wildkatzen ist doch ein toller Begriff, oder? Wildkatze. Weil sonst sagen alle wieder, ey, du machst doch immer so wie der andere Typ. Und damit ich nicht eh immer so mache wie der andere Typ, mache ich mal was anderes und sag mal Wildkatze. Total der Unterschied. Aber ist halt so, wenn man sich das dann immer so reinzieht und so, da gleicht sich die Sprache an. Inzwischen mache ich ja auch Bretter zu. Also als ich geboren wurde und sprechen lernte, kannte ich noch Türen und Fenster. Aber inzwischen mache ich nur noch Bretter zu. Ihr könnt ja mal versuchen rauszufinden, wo ich das her habe aus Deutschland. Dass alles ein Brett ist. Also Öffnungen in Häuserwänden sind Bretter. Sofern sie verschließbar sind. Ich glaube, das ist die beste... Herangehensweise, die beste Erklärung, die ich dafür finden kann. Und warum dem so ist, könnt ihr ja mal rausfinden. Oder ein anderer Terminus Technicus, der mir jetzt inzwischen öfters in einer, naja, neuen Variante entgleitet, ist, dass ich frühs offen bin. Also vielleicht hilft euch das so in Summe zu erkennen, was mit mir passiert ist. Und nein, ich bin nicht krank. Das ist, hab auch keinen Gehirntumor oder so. Also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Jetzt sind schon wieder alle Schaufeln weg. Wir haben uns doch so viele Schaufeln gemacht. Kann das denn nur passieren? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir sie immer nicht mitnehmen. Ist jetzt aber nur so eine grobe Vermutung. So, Melone fertsch? Nee, nicht fertsch hier. So ein Scheiß. Auf geht's! Zurück! Ach, wobei. Warte mal, die Dinger... Da, ich hab sie noch. Ich hab sie noch bei. Mann, ist das toll. Ja, ich habe aber keine Schaufel mehr bei. Ist das scheiße. Also, auf zurück. Das ist der Essen, müssen wir auch schon wieder was. So viel Melone. Und nichts wird hier gegessen. Ist ja wie zu Hause bei Mutti. Nein, Mutter. Heute kein Schnitzel. Ich möchte Salat. Ich glaube, diesen Satz gab es bei uns zu Hause nie zu hören. Ich möchte Salat. Komischer Satz irgendwie auch. Aber ja. Greetings, Credits an die Veganer da draußen. Erinnert mich so ein bisschen an das neue Video von Deichkind. Wobei, wie neu es wirklich ist, weiß ich nicht. Bin vor kurzem drüber gestolpert und freue mich total immer drüber. Wenn ich sehe, super Minecraft-Video. Ach, Minecraft. Super Musikvideo. Danke, Gehirn.
Von Deichkind. Leider geil heißt das Lied. Und das Video ist auch ganz toll. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, YouTube auf, eingeben, gucken. Ist gut. Approved by me. Jo, jo, jo. So, dann haben wir das hier auch mal so. Das brauche ich nicht. Und das ist ja auch so richtig. So, na gucken wir mal oben in unserer Kiste. Na, das sieht doch gut aus. Da haben wir noch ein paar Schaufeln zur Verfügung. Jedenfalls so das Gros, was ich hier sehe. Oder Gros im Sinne von grob. Achso, ja, toll. Mittlere Maustaste an. Was macht denn die mittlere Maustaste? Ach, die sortiert. Na, ist ja toll. Nur die Standardsortierreihenfolge, die servieren, gefällt mir ja wieder nicht. Aber das können wir ja auch noch anpassen, ändern, ummodeln. Man kann da ja alles konfigurieren, alles einstellen. Und man gewöhnt sich einfach an den Scheiß, wie er ist. Da muss man weniger anpassen, einstellen und drum konfigurieren. Ist quasi so auf lange Sicht die Windows-Methode. Oder inzwischen ausgeprägter und weiter verbreitet als Herangehensweise ist die Mac-Methode. Also weil bei Windows kommt ja irgendwann doch schon dieser Gedanke auf des Personalisierens des Ganzen. Das ist ja beim Mac sehr unausgeprägt. Also jedenfalls bei den Benutzern eben dieses technischen Gerätes. Warum das so ist, vermag ich nicht abzuschätzen. Das ist so mehr... Ja, weiß nicht. Das ist halt irgendwie ein bisschen komisch, ne? Ach, jetzt habe ich das nicht bei. Aber machen wir das einfach hier so. Ja, so schön. So. So. Bisschen Abwechslung in der Farbe. Ist doch gut. Da habe ich ein Löschli gebuddelt. Gar keins hingehört. Naja, naja. Kann ja auch nicht alles immer gleich sofort und überhaupt. Nö. Kennt ihr doch auch. Muss ich ja der Sache so annähern. Und der Näherungswert an dieser Stelle ist eine Treppe, die aussieht wie eine Treppe. Und vor allem ohne Betätigung der Shift-Taste. Das ist hier der Clou, ja. Also das ist quasi der Benefit. Der Lead, der hier draus generiert wird. Mhm. Ja, Lead. Aber nicht so in dieser komischen Schreibweise, sondern eher so altbacken. Also der Lead wie bei DSDS. Alter, ich voll krass lieb. So in der Richtung, glaube ich, sind wir unterwegs. Oh ja, und ich war im Kino. Das war ja auch noch. Das kann ich ja noch erzählen. Ich war ja im Kino. Ich könnte jetzt voll los spoilern. Na gut, bis die Sendung läuft, haben sowieso alle den Film schon gesehen. Also, diese Aufzeichnung, mein Gott, ist ja keine Sendung. Sendung sagt man ja nicht mehr. Sendung ist so oldschool. Total altbacken. Pff, als ob heute noch jemand Sendung sagen würde. Kann man ja grad sich vorstellen, man arbeitet so bei den Volksverdummern da. Wie sie alle heißen. Die machen ja noch Sendungen. Ja, nee, also ich habe eben gerade beschlossen, ich spoilere nicht. Auch wenn es mich sehr gefreut hätte, das zu tun. Das mache ich vielleicht in der nächsten Aufnahme. Die läuft dann so in 2 Wochen. Dann ist der Film so verbreitet, dass ich eigentlich nicht mehr spoilern kann. Aber falls ihr sicher gehen wollt, ne? Also sicher gehen wollt, die Spoiler-Gefahr quasi umgehen wollt von meiner Person, dann empfehle ich, guckt euch Avengers an. Könnt helfen, dass ich dann weniger rumspoilere. Also euch weniger Spoiler auftische, dass ihr dann denkt, ach, warum habe ich denn nur mir das angetan? Habe nicht auf ihn gehört, als er sagt.